Hey, zum Kinostart von, Moment, Deadpool. Mache ich heute Chimichangas, die er so liebt, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ja, und was ist das? Es sind im Prinzip einfach frittierte Heute zeige ich euch die Zutaten mal so, weil ihr seht, es ist eine ganze Menge. Am wichtigsten sind erstmal die Weizentortillas. Auch wirklich Weizentortillas nehmen, keine Mais-Tortillas, die sind dafür ja nicht geeignet, weil die lassen sich nicht so gut falten. Dann geringen Käse. Ich habe dort Gouda. Cheddar wäre noch sehr gut. Dann Sour Cream, Guacamole. Und dann Freestyle. Einfach reinmachen, was man gerade da hat oder verbrauchen möchte. Hier habe ich einfach Reis mit rotem Pesto, paar Tomatenwürfel. Das komische Zeug hier ist ein Bohnenpüree. Man kann natürlich auch einfach Kidneybohnen nehmen, aber so finde ich es besser und leckerer. Wie ich das gemacht habe, seht ihr gleich. Falls ihr sehen möchtet, wie ich die Guacamole und die Sour Cream mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein extra Video dafür. Hier habe ich nochmal Hackfleisch mit Salz, Pfeffer gewürzt und ein bisschen Mais. Wie gerade angekündigt, zeige ich euch erstmal das Bohnenpüree. Kidneybohnen im Sieb abtropfen lassen und dann mit Wasser abgespült und trocken getupft. Das wird erstmal püriert. Soweit, so gut. Jetzt kommen da noch Zwiebeln und Knoblauch rein. Also eine halbe Zwiebel oder, wenn man eine kleine hat, eine ganze. Rein ins Püree natürlich. Dann etwas Zitronensaft. Das ist jetzt Konzentrat. Normaler Zitronensaft würde ich sagen 2-3 Teelöffel. Das Öl. Hier, dann ist hier Salz, ein bisschen Zucker und Cayennepfeffer oder Chilipulver. Und etwas Tomatenmark. Jetzt einmal gründlich miteinander verrühren. Ich püriere das jetzt doch mal alles. Hätte ich mir davor eigentlich sparen können. Naja. Den Weizen wird hier einfach kurz in der Mikrowelle erwärmt. Wirklich nur ein paar Sekunden. So lässt er sich viel besser formen. Jetzt geht's zum Befüllen. Etwas Sour Cream. Etwas Guacamole. Und dann, wie gesagt, einfach befüllen. Nochmal. Hackfleisch. Jetzt habe ich das Bohnenpüree vergessen. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen was drauf. Tomate, Mais. Auch noch den Reis. Jetzt bin ich es mir richtig. Und Käse. Ich hoffe, ich kriege den Müll hier noch zu. Ich bleibe ja ganz gerne wieder ein bisschen. Aber was soll's. Gesund gegessen wird morgen wieder. Eventuell. Und die jetzt am besten zusammenfalten. So, von unten einmal. Schön eng zusammen. Dann die Seiten. Hier ist nicht mehr warm genug. Aber kriege ich trotzdem zusammen, ohne dass er reißt. Dann einmal. Und zweimal. Und den anderen jetzt auch. Eine Pfanne mit reichlich Öl. Soll ja frittiert werden. Und am besten die Seite nach unten, damit es erstmal fest wird und nicht auseinanderfällt. Und so von beiden Seiten so circa 2 Minuten. Das ist goldbraun, etwas knusprig ist. So, die Zeit ist um einmal wenden. Vorsichtig, schön knusprig jetzt auch. Und jetzt von der anderen Seite. Jetzt habe ich sie nochmal auf dem Backblech getan mit Backpapier. Die kommen kurz in den Ofen, einfach damit auch wirklich drin alles durch ist. Ja, ich habe jetzt 4 Stück gemacht. 2 noch für meine Nachbarin und ihre Tochter. Ich selber esse ja nur 2. Natürlich werde ich wie sonst auch einfach euch anschneiden. Ah, herrlich, schaut es euch an. Hier der zweite gezeigt. Schön farbenfroh. Mais, Tomate. Was Grünes. Fleisch, Käse. Wunderbar. Die gönne ich mir jetzt. Jo, und wie ihr gesehen habt, die sind auch sehr schnell und einfach zubereitet. Man kann bei der Füllung seiner Kreativität und Lust freien Lauf lassen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, dieses Bohnenpüree, was da übrig bleibt, kann man auch sehr gut noch verbrauchen. Als Brotaufstrich zum Beispiel oder als Dip für die Tortilla-Chips. Ja, soweit bin ich dann erstmal raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.